Wir laufen in der Dunkelheit rum, doch leider sind wir nicht alleine, wie dumm. Denn da gibt's noch einen Killer und ja, der ist gar kein Chiller und der nietet uns ganz schnell um. Bum, bum. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Dead by Daylight. Wieder dabei ist Zuckerfreak. Yo, ho! Und wir spielen heute wieder Survive with Friends. Gar nicht so leicht zu sagen. Ich muss noch auf Fertig drücken und dann kann es auch schon losgehen. Also mit zwei Personen findet man doch ziemlich schnell eine Lobby. Aber ab drei Personen wird es dann schon kritisch. Also bei der letzten Aufnahmesession sind wir da wirklich ewig dran gesessen, bis wir da alle mal in eine Lobby gekommen sind. Falls wir es überhaupt, haben wir es überhaupt geschafft zu dritt? Nein. Nee. Wir haben doch gesagt, wenn es nach 20 Mal nicht geht, dann spielen wir TTT. Genau. Deswegen kommen jetzt auch bald wieder neue TTT-Folgen. Ich muss jetzt erst noch ein bisschen die alten Sessions hochladen. Ja. Die sind dann mit Zuckerfreak und ET Gaming. Dann die darauf folgen, die sind dann zusätzlich noch mit Wave. Mit Wave und danach dann wieder so eine Dreiergruppe, also Zuckerfreak, ET Gaming und ich. Und ansonsten, vielleicht können dann bei zukünftigen TTT-Sessions mal ein bisschen mehr Leute mitmachen. Ja. Aber mal schauen. Jetzt sind wir auf jeden Fall am Autohafen Schrottplatz an der Bluthütte. So, und es ist der Fallensteller. Also pass auf. Macht man Taschenlampe? Taschenlampe machst du mit M. Nee, warte. Taschenlampe machst du mit M2? Also rechte Maus. Ah ja, rechte Maus, das stimmt. Ich weiß nicht, ich spiele es, wie gesagt, mit Xbox Controller. Wie machst du es mit Xbox Controller? Xbox mache ich mit. Gute Frage. Linke, also LT oder RT, ich weiß gerade nicht. Ah, okay. Ich habe nämlich gerade kein Item am Start. Ich glaube, ich muss wieder den Plünderer-Spürsinn ausrüsten, weil dann sehe ich, wo die ganzen Kisten rumliegen. Ja. Alter, wer macht da die Kiste auf? Ich wollte mir jetzt gerade was holen und dann macht jetzt irgend so ein Horst vor mir die Kiste auf. Boah, ich würde jetzt einfach gern mal den Killer hierher holen. Dass dem einer aufs Dach haut. Ja. Oh. Ah, da ist noch eine Kiste. Halleluja. Alter, der eine läuft mir schon dreimal kommt von irgendeiner Ecke auf mich zu. Der erschreckt mich jedes Mal. Der Eskimo. Ja, Wolek, ich habe ein Erste-Hilfe-Set. Ach komm. Also RT ist es. Falls du mit dem Xbox-Controller vorhast zu spielen. Nein, oh Gott, ich glaube, er hat mich gesehen. Verdammt, er hat mich gesehen. Als ob. Nein, ja, bitte gut, dass nicht. Meine Spielfigur ist gerade gestolpert, das war ja nice. Okay. Wo muss ich jetzt lang? Macht es denn da lang zu gehen? Ich weiß es nicht. Die Antwort. Seh dir gleich. Oh Gott, wo ist denn der jetzt hin? Ah, oh, da ist er, dieser. Oh Gott. Okay, du bist da am anderen Ende der Map. Ich komme dann. Wenn ich mit dem Generator fertig bin und du... Der lässt mich eh liegen, so ungefähr. Nee, doch, jetzt nimmt er mich. Alter, nein, was ist denn das für ein Affe, der da mit mir den Generator macht? Verkackt die ganze Zeit, oder was? Ja. Das ist blöd. Ah, nein! Alter, ich habe jetzt, glaube ich, vier große Fähigkeitschecks hintereinander gemacht. Aber der eine. Ach, diese Fallensteller ringen mich auf mit ihren scheiß Fallen unter dem Haken. Und dann campen sie noch oder dann haben sie. Campt er? Ich sah grad aus, als ob er sich in den Schrank stellen würde. Nee, er läuft weg, aber in eure Richtung, pass auf. Hat er mich? Ja, er hat mich. Tschüss. Aber ich werde gerettet. Aber erst in der Ding. Oder? Kann ich geh den weg, retten, geh weg, ne? geh weg! Warte, ich komme mit dir mit und ich heile dich gleich mal. Lauf weiter. Rechts, hier. Okay, er wird erst mit dem Haken gehängt da hinten. Wir haben noch kurz Zeit. Okay. Er kommt aber und gleich. Weiter, hier rum. Hier lang. Komm mit. Was bringt die Taschenlampe eigentlich, außer dass man was sieht? Die ist einfach so ziemlich das Nutzloseste. Was es an Items gibt in Dead by Daylight. Kann man nicht irgendjemanden blenden oder so? Sie hilft gegen den Geist, wenn du die... Ach so. Da musst du aber ziemlich genau zielen, aber wenn du dem Geist
damit ins Gesicht leuchtest, dann ist er unfähig praktisch, sich zu bewegen. Und wenn du zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel gerade jemand über dem seine Schulter hängt und du dem dann ins Gesicht leuchtest, dann lässt er den fallen und dann ist er auch für ein paar Sekunden gelähmt. Aber nur im Geist, oder? Und sieht überhaupt nichts. Also da sieht praktisch der Killer dann einen komplett weißen Bildschirm. Aber nur beim Geist, oder? Nur beim Geist, bei den anderen bringt es überhaupt nichts. Ansonsten ist es halt so ein ja, ich habe gelesen in dem Tutorial von Dead by Daylight, man kann es auch als Verständigungsmittel hernehmen, aber pff, ist eigentlich unnötig. Okay. Alter, die achten halt alle nicht auf diese Scheißfallen, ne? Oh, shit. Das Trikot von meiner Frau da, es war so komisch, dass, dass ich die Striche gar nicht gesehen habe bei mir. Ja, ich denke mir, ich kann jetzt endlich mal, kann ich mich an der Nase kratzen, ja? Und dann nehme ich die Hand vom Controller ja, und schon geht's los, ja? Ja. Schon kommt dieser so ein Kackfähigkeitscheck. Aber das schaffen wir. Ich hatte es einmal, dass wir fast fertig waren und dann haben wir so oft gefailt, bis einfach leer war die Leiste. Das war aber ganz am Anfang. Nice. Ein richtiger Noob. Ging mir aber in den ersten zwei Spielen oder ersten drei Spielen auch so. Mhm. Ich bin ja schon komplett verzweifelt, weil ich einfach niemals in diesem Bereich getroffen habe. Mhm. Ja, den Anfangsbereich. Ich wusste gar nicht, dass es besser ist, zu früh zu drücken als zu spät. Weil wenn man. Ja, ist natürlich riskant, wenn man. Ja, natürlich. Wenn man früher drückt. Aber wenn man ein bisschen zu früh drückt, dann zählt es trotzdem noch als großer Check. Okay. Das hatte ich vorher. Aber ich schaffe jetzt auch keinen großen mehr. Aber muss jetzt auch nicht sein. Okay, der holt den überhaupt nicht. Warum holt niemand den? Boah, da war eine Falle. Wow. Offen oder zu? Ich weiß nicht. Die ist offen. Okay, ja, dann. Soll ich sie entschärfen? Nee, lass lieber. Komm lieber. Sieht er das, wenn man es entschärft? Ja, er hört's. Achso. Wo bist du? Hier. Hier, hallo, hier drüben. Am Rand von der Hier bin ich. Oh, okay. Okay, der eine fragt jetzt. Kann man nichts machen. Beziehungsweise der andere konnte was machen, aber mein Gott. Da hinten ist noch einer. Ah, das sind jetzt alle. Okay, dann hätte den anderen auch nicht retten können. Wenn der so weit weg ist. Ich hoffe mal, dass Hui eine draufgeklöppelt bekommt, wenn jetzt der Killer vorbei. Hui. Kann man Hui heißen? Wieso muss ich jetzt dreimal oder muss ich zweimal so kurz hintereinander diesen scheiß Check machen? Okay. Das ist bescheuertste, wenn man. Jetzt besser. Okay, komm mit. Kennst du das, wenn man. Stopp. Wenn man beim. Hier stehen bleiben. Wenn man bei dem Generator dreimal hintereinander so ganz kurz machen muss. Ja. Kurz hintereinander und dann gar nichts mehr. Das ist richtig dumm. Warte. Okay. Okay, warte, bleib stehen. Bleib hier stehen. Okay, er geht rechts rum. Komm, geh. Und stopp. Okay. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo der hin ist, ehrlich gesagt. Okay. Warte, sehe ich ihn? Nein. Ich glaube, der läuft irgendwo noch da hinten rum. Können auch gleich mal schauen, wo hier der Ausgang ist. Mhm. Beim Ausgang musst du auch immer noch aufpassen, da legt der Killer auch gerne mal ein paar Fallen davor. Okay, ja, beinahe. Ah, hier ist die Luke, schau mal. Ah, geil. Warte, okay, muss ich mir merken, wo die ist. Bei dem gelben Ding da. Ich habe noch nie eine Luke gesehen. Meine Beine sind schon durch, aber mein anderer Körper geht nicht durch. Wo bist du? Hier. Da, okay. Warte mal. Schau noch schnell, was ist hier Schönes in der Kiste. Okay, hier ist keine Kiste. Hat sich schon erledigt. Okay, wir gehen zu dem
Ist da drüben ein Generator? Nee. Hm, hey, okay. Ich sehe gar keinen mehr. Ich sehe auch gerade gar keinen mehr. Die sind alle an, die ich sehe. Okay. Da ist ein Haken, aber dann. Ich würde es total sympathisch finden, wenn Hui mal den Generator fertig macht. Ja. Dann können wir alle Huiuiui machen. Ja, Hui, mach mal einen Generator. Wo kommt der her? Der ist von mir aufgetaucht ohne. Der macht einen aus Slender, der Kerl, der deckt mich auf. Na. Aber er hat halt auch keinen Plan, wohin geht, habe ich so das Gefühl. Ich bin hinter dich, ich bin Kreisel. Warte. Okay. Okay. Ist echt nichts mehr los hier, also. Ich könnte mich jetzt natürlich auch hier in einem Schrank in der Nähe von der Luke verstecken. Ich bin gerade an der Luke. Meinst du an der Luke Skywalker? Genau. Luke Skywalker. Das würde ich lustig finden, wenn das klappen würde. Wann geht Luke auf, wenn noch zwei leben? Oder wie? Was? Wenn noch einer lebt oder wenn zwei leben, die Luke? Wenn nur noch du lebst. Ah, okay. Okay, sonst wäre lustig, wenn wir beide in die Luke gehen können. Oder wenn alle anderen halt. Oder okay, lass einer muss die Luke nehmen. Dann ist das ein Ausgang, muss der Ausgang eigentlich. Okay, warte, dann verstecke ich mich einfach hier in einem Schrank nearby. Oder soll ich da reingehen? Ja, ich kann ich auch machen. Mir boah, es war letztes Mal hatte ich eine Session, die war so spannend. Alle anderen waren tot, ich war der einzige Überlebende. Und dann war ich mit dem Killer in einem Haus, um die Luke herum waren, glaube ich, 5 Bärenfallen gelegt. Oh, scheiße, er kommt. Wo ist er? Er holt eine Falle. Wo ist er? Ist er in der Nähe von Luke? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall hat er jetzt irgendwo hier eine Falle geholt. Bist du in einem Schrank? Ich bin nicht in einem Schrank. Was passiert eigentlich, wenn man zu einem Schrank geht und da ist jemand drin? Kann man den aufmachen? Dann machst du den kurz auf, dann erschrickt dein Charakter und der andere reißt den Schrank wieder zu. Ah, okay. Hallo. Da ist ein Schrank für dich. Hab ich für dich warm gehalten. Na, okay, ich war nicht drin, aber. Das freut mich gerade voll. So, jetzt mach mal auf. Ja, okay, sich mir anschauen. Warte. Aber von innen sieht's auch doppelt so geil aus, ne? Nee, ich seh das dann, wenn ich im Schrank bin, dann. Was siehst du eh von außen? Den Schrank von außen. Ja. Was wäre echt krass, wenn man den so sehen würde, den Killer, wenn er so aufmacht. So wie im Trailer am Anfang. Ja gut, ich finde hier eigentlich nicht viel. Ich weiß nicht jetzt. Macht er was, der Huiuiuiui, oder soll ich was machen, oder was macht der andere? Was macht der Killer? Aber hier ist echt gechillt hier oben im Bagger. Ist ein Bagger? Ich sag einfach mal. Da hinten ist einer. Aber der ist am anderen Ende. Ja, ich kann ja mal. Ich würde es wirklich voll sympathisch finden, wenn ihr jetzt mal den. Ja, ich kann ja mal hintergehen langsam. Ich glaube. Ja, ich weiß nicht, bleibe ich jetzt bei der Luke, bleibe ich jetzt nicht bei der Luke? Ich bin mir gerade total unsicher eigentlich. Ah, da ist einer, der ist genau da. Ich gehe mal hin. Wirklich, wir haben gerade die eine Hälfte einfach alle Generatoren gemacht, aber okay, die andere. Okay, Hui kriegt gerade wieder einer aufs Dach gedämmert. Gedämmert, gezimmert oder gehämmert, aber nicht gedämmert. Gedämmert, es dämmert draußen schon. Gedämmert. Bei dem. Okay, ich repariere jetzt einen. Bei dem setzt. Ja, geil, ich höre was. War eine Falle. Warte, wo bist du? Ich hol dich. Soll ich kämpfen mit der Falle? Scheiß auf die. Kämpf, ja, auf jeden Fall. Er hat mich rausgeholt und mich mitgenommen. Okay. Ganz im Ernst, scheiß auf die Luke, ich hol dich jetzt einfach. Ja, okay. Egal, ob ich sterbe oder nicht. Oh. Ist ja noch eine Falle rum. Nee. Ja, Hälfte. Drei Viertel. Nein. Wieder knapp vorm Ende, Hammer. Scheiß die Wand. Ja, geil. Hä, wo? Ach, da bist du. Okay. Er campt. Er campt? Mhm. Das freut mich.
Dann mache ich jetzt hier den Generator fertig. Sag mir, er läuft, wer er geht. Er schaut in die Schränke drumrum. Okay. Ich sehe es nicht genau, weil ich kämpfen muss. Okay. Weil ich sehe sein rotes Licht noch ein bisschen bei mir. Jetzt geht er weg, er geht weg. Okay, dann komm. Aber er ist in der Nähe von mir. Ja, wie stark ist dein Herzschlag noch? Ja, schon sehr schnell. Nee, ich schaff das, mach den Generator, ich schaff das nicht mehr. Doch, du schaffst es, komm. Nee, aber mein Leben ist gleich tot. Ja, ich bin an ihm vorbei. Mach weiter, mach weiter. Nein! Ja, nein. Ich. Alter, nein. Leben war weg. So knapp. Scheiße. Es war so knapp. Madig, ey. Soll der andere jetzt mal den Generator fertig machen? Mhm.